Hallo Leute, heute reden wir mal über diese Krankheit Klippersyndrom. Aufgepasst jetzt, diese Krankheit ist extrem selten. Ich rede ja oft auf meinem Kanal über Krankheiten, die teilweise extrem selten sind, die sogar teilweise nur 30 bis 40 Mal in Deutschland zum Beispiel Personen geben tut, die davon krank sind. Aber aufgepasst, diese Krankheit, Klipperkrankheit, gibt es insgesamt nicht nur in Deutschland, sondern 8 Mal auf die gesamte weite Welt. Also es gibt 8 Personen, die diese Krankheit, Klipperkrankheit, haben. Und diese Krankheit ist sehr, sehr heimtückisch. Die ist auch noch sehr, sehr unbeforscht. Also die Krankheit ist noch sehr, sehr unbeforscht. Die Ursache für diese Klipperkrankheit, zu diesen Symptomen und was die Krankheit eigentlich auslösen tut, komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Auf jeden Fall ist die Krankheit extrem unbeforscht und ich möchte, weil die so unbeforscht ist, gerne euch einige Bilder hier im Hintergrund einblenden, dass vielleicht, wenn ihr so etwas leben sollte oder so ähnliche Symptome aufweisen sollte, dass zum Beispiel du genau weißt, aha, das habe ich ja vielleicht schon mal gehört, diese Krankheit könnte ich haben. Selbst viele erfahrene Ärzte sind durch die Bilder oder die Gehirnbilder, die davon gemacht werden, das Röntgenbild von das Gehirn, sind viele Ärzte sehr, sehr ratlos, was kann das überhaupt sein, weil viele denken dann, die Symptome ist ähnlich mit einer Autoimmunkrankheit, aber weil die so selten ist oder unbeforscht ist, ist es noch nicht klar, ob da auch wirklich eine Autoimmunkrankheit ist. Aber die Symptome davon sind sehr ähnlich und die Behandlungsmethode im Prinzip, die man dafür anwenden kann, sind auch ähnlich. Und wie kann man die Krankheit jetzt definieren? Warum ist die Symptome zum Beispiel von der Multiple Sklerose zum Beispiel, also die MS-Krankheit, so selten? Weil die Symptome, oder viele Ärzte haben da gemeint, oder das Video, was ich gesehen hatte, das könnte die Krankheit sein. Und nach das Bild von das Gehirn, also das Röntgenbild von das Gehirn, haben die festgestellt, das kann auf jeden Fall niemals diese Krankheit sein. Die Bilder sieht ihr zum Beispiel im Hintergrund. So sehen die Bilder aus. Und jetzt komme ich aber endlich mal auf die Symptome angesprochen. Oder wir reden erstmal über diese auslösende Sache. In das Gehirn sind so ganz kleine weiße Punkte. Meiste, wie auf das Bild hier im Hintergrund öfters zu sehen, ganz unten angesetzt. Und das Immunsystem, sobald ich weiß, greift dann die Gehirnzelle an. Also diese Krankheit greift ausschließlich nur die Gehirnzelle an und die Gehirnnervenbahne. Nicht wie bei anderen Autoimmunkrankheiten, Gedärme, Organe, das alles nicht, sondern nur die Nervenbahne von das Gehirn. Der Auslöser ist wahrscheinlich, dass das Immunsystem von dem Körper die Nervenbahne von das Gehirn angreifen tut. Das ist auf jeden Fall die Ursache, die ich hier schon mal schildern kann. Und die Symptome für diese Krankheit sind ganz einfach gelegt. Zum Beispiel erst ist das so, ob eine extrem schwindelig ist. Man hat dadurch Gleichgewichtsstörungen. Man sieht zum Beispiel Gegenstände, Bilder doppelt. Nach einer gewissen Zeit, bis die Symptome, sag ich mal, heftiger werden. Zum Beispiel Taubheitsgefühl in gewisse Gelenke oder Körper. Zum Beispiel, dass zum Beispiel den Handgelenk oder der Arm taub sein kann oder man durch die Krankheit dadurch weniger Gefühl in die Finger bekommen tut, zum Beispiel, dass zum Beispiel die Hand extrem angegriffen ist, dass zum Beispiel die Hand zittern tut oder die Hand zum Beispiel einen nicht mehr
gehorchen möchte, das sind die Symptome von dieser Krankheit. Und es gibt gewisse Dinge, wo man die behandeln kann, genauso wie bei der Krankheit MS. Man kann dafür zum Beispiel so eine Flasche anhängen, was leider immer noch nicht genau wie das Zeug heißt. Auf jeden Fall die Leute, die mit der Fahrer sind oder die für die MS zum Beispiel, ist ja bekannt, diese Flasche anhängen bekommen. Das Ganze kann man zum Beispiel in einer relativ hohen Dosis daran anhängen an diese Krankheit. Dadurch kann man das halt eben behandeln. Wenn man diese Krankheit hat, also die Ursache sind wie gesagt komplett unbeforscht. Keiner weiß, warum das kommt oder warum, oder weshalb das der Auslöser ist. Wenn man die Krankheit dann einmal bekommt, ist auf jeden Fall die Krankheit ein Teil eures Lebens. Die Krankheit geht leider nicht mehr zurück und muss bis zum Ende seines Lebens leider Medikamente nehmen. Wie zum Beispiel die Flasche wird angehangen. Und es gibt auf jeden Fall ein Medikament, was man sein Leben lang nehmen muss. Man bekommt so einen Pack von der Arzt zum Beispiel mitgegeben. Das muss man dann sein Leben lang, wenn man diese Clipper-Krankheit haben sollte, sein Leben lang nehmen, um mal eben die Symptome, sag ich mal, so gut wie es geht, wegzubekommen. Aber gewisse Sachen bleiben natürlich, zum Beispiel Taubheitsgefühl in die Hand zum Beispiel, kann unter Umständen bleiben. Und ihr könnt euch mal so vorstellen, wenn ihr zum Beispiel beim Arzt hingeht und sag ich mal, oder ihr vielleicht gerade mal ein Bier getrunken habe und zum Beispiel eure Schleißgewicht einfach nicht halten könnt oder Gegenstände doppelt sieht, wenn man zum Beispiel zu viel Bier getrunken hat, von mir aus. Wenn ihr nur ein Bier getrunken hatte, ist auf jeden Fall das extrem beängstigt, weil ihr. Viele Ärzte wissen, wie gesagt, nicht, wie das ist. In das Video zum Beispiel war der mehrmals bei Arzt, bis da ein Arzt auf einer Fortbildung war und im Zufall das Bild gesehen hat. Das war ungefähr so das Video, der da gesagt, hier, ich zeige dir bei der Fortbildung jetzt nur ein Bild. Das wirst du ohnehin nicht wiedersehen. Falsch gedacht. Genau in sein Krankenhaus hatte ein Patient gesehen, der eben genau die Symptome oder das Gehirnbild, was er von denen gesehen hatte, von der Fortbildung, gesehen hat, ah, boah, krass, kenne ich ja. Weil ohne diese Fortbildung hätte der Arzt seinen Patienten niemals helfen können. Und deswegen ist es umso wichtig, wenn man sich über gewisse Dinge, zum Beispiel wie über Krankheiten, auch wenn die unbeforscht sind, sich informieren tut, dass zum Beispiel, wenn zum Beispiel jetzt ein Arzt oder ein Facharzt mein Video jetzt hier anschauen würde, weil es wäre für viele Ärzte bestimmt interessant zu wissen, wenn ich hier so ein Video sehe, weil die können ja nicht ausschließen in ganz Deutschland oder von mir aus die ganze Welt, ob die nicht mal doch ein Patient bekomme, die diese Symptome nachweise. Deswegen ist das so eine Hilfestellung für viele Ärzte, die eben diese Clipper-Krankheit, sag ich mal, eben erst nicht feststellen können, aber dadurch, dass die eben durch so ein Video zum Beispiel mehr informiert werde und dass die eben ihre Patienten oder ihre Leute da eben schneller und effektiver helfen können. Wenn ich zum Beispiel einfach nur wisse, wie die Krankheit genannt wird und ja lieber auch einfach wisse, wie das Bild eigentlich aussieht. Wie die Bilder, die bei mir schon die ganze Zeit hier im Hintergrund dort ablaufen tut. Weil allein dadurch kann derjenige dann, sag ich mal, mehr über diese Krankheit googeln, mehrere Fachärzte fragen, oder von anderen Ländern frage,
ob ihr da vielleicht nicht beraten könnt, weil ich habe eine Vermutung, zum Beispiel, wenn jetzt ein Arzt das Video hier ansehen würde und die Symptome, die ich hier beschreibe, mit denen der unsere Patienten auch von den Gehirnbildern, die ich hier einblende, sehr, sehr ähnlich sind. Ist aber auf jeden Fall eine gute Hilfestellung für viele Ärzte oder für viele Personen. Auf jeden Fall eine Hilfestellung. Da könnt zum Beispiel, falls ihr so eine Krankheit haben sollte, dann könnt auch ihr, sage ich mal, der Arzt zum Beispiel jetzt eine, der Arzt zum Beispiel sage, ich habe ein Video bei YouTube gesehen, das könnte die Krankheit sein. Da könnte ich zum Beispiel der Arzt das Video zeigen oder wenn die Ärzte in eurem Wenn ihr eure Freunde oder Bekannte im Umkreis kennt, könnt ihr das Video auf jeden Fall viele Ärzte mal weitersenden. Ist auf jeden Fall bestimmt da sehr, sehr interessant. So wie man es sieht. Auch ohne jemanden, die Krankheit so selten ist und der Arzt dann sagen würde, das würde mein Berufslaufbahn ohnehin nicht über meinen Weg laufen kommen. Aber es ist immer gut, sag ich mal, das zu sehen und wenn das doch schon mal vorkommen sollte, dass derjenige einen Punkt hat oder einen Anhaltspunkt, mit dem der den Patient besser behandeln kann. Hier eine kleine Umfrage, nochmal. Hier könnt ihr abstimmen, wie euch das Video, also wie euch das Thema von dieser seltenen Krankheit hier euch gefallen tut, ob gut oder nicht gut, könnt ihr da oben abstimmen. Wie ihr zum Beispiel so ein seltenes Thema von so einer Krankheit finden würde. Ihr könnt sehr gerne mal, wenn ihr noch andere seltene Krankheiten haben sollte, also nicht haben sollte, einfach nur kenne, könnt ihr die sehr gerne mal die Kommentare schildern, weil da kann ich mich gerne mal, oder wenn ihr gerne mal wollt, dass ich über die Krankheit XY mal ein Video machen soll. Können die Krankheit sehr gerne und liebe gern unter das Video posten. Dann würde ich diese Krankheit auf jeden Fall in mein nächstes Video dann erklären. Natürlich erst informiere. Zum Beispiel über diese Clipper-Krankheit gibt es auf YouTube nur ein richtiges Video, was diese Krankheit etwas erklären tut. Unter anderem weil mein Video gibt auf jeden Fall immerhin schon mal zwei Videos. Okay, dann wollte ich mich hier schon mal verabschieden. Hoffentlich konnte ich mir euch mit das Thema hier weiterhelfen und auch viele Teile von dieser Krankheit näher beleuchten, wie zum Beispiel die Symptome, wie man die zum Beispiel behandeln könnte. Wie gesagt, entweder eine Pflaster anzuhängen mit so einem Stoff, was drin ist. Dasselbe, wenn man eine MS hat, Medikamente halt, zum Beispiel Tablette oder so. Hoffentlich konnte ich euch mit das Video weiterhelfen. Dann sage ich mal, wir sehen uns bei meinem nächsten Video, Leute, und haut rein.